Moin und Mel, ihr Lieben. Und willkommen zu einem neuen Discord-Gespräch einer etwas älteren Aufnahme, die leider ein bisschen an mir vorübergegangen ist. Nämlich am 25.10. gab es ein Discord-Gespräch. Das Ganze geht eigentlich eine Stunde 17 Minuten bei Olong John. Der hat dieses Originalvideo leider aber auf privat gestellt. Deswegen müssen wir uns wohl oder übel mit dem Zusammenschnitt vom lieben Anti-Mobbing-Panda zufrieden geben. Der hat das Ganze auf 30 Minuten gestaucht. Das jetzt gut oder schlecht ist, das darf jeder für sich selber entscheiden, ne? Dass wir jetzt über eine halbe Stunde oder fast 45 Minuten Videomaterial einsparen werden. Das ändert aber höchstwahrscheinlich nichts an den Aussagen, die in diesem Discord-Gespräch getätigt werden. Ja, wir wissen ja, es reicht ja auch teilweise, wenn Rainer denn nur 5 Minuten macht, kann man da ja auch ganz gut und gerne mal eine halbe Stunde drüber reden. Je nachdem, wie Rainer so drauf ist und was er so erzählt. Ja, es gibt ja gute und einige Beispiele. Naja, gut. Wie gesagt, das Ganze ist so ein bisschen an mir vorübergegangen. Ich habe euch unten auch diesen Zusammenschnitt nochmal verlinkt. Ihr findet ihn sonst auch auf der Drachenchronik natürlich, wie immer. Das Ganze wurde genannt Zusammenschnitt WoW Gaming und Fieber. Und ich würde mal sagen, wir starten einfach direkt und hören so rein, was so fast vor einem Monat Thema war auf diesem Drachenlord-Fan-Discord, der ja für viele zum Teil öffentlich gut zugänglich ist und für einige Sachen musste man leider bezahlen, wenn man mit Rainerle reden wollte oder mit anderen hochrangigen Drachi-Fans musste man leider Geld abdrücken und dann durfte man sich, wie wir wissen, beschimpfen lassen. Ja, wem es gefällt. Auf geht's! Hey Drache, ich hatte das versucht, immer in deinen Kickstream so anzuschreiben. Kennst du eigentlich die Metalband Baby Metal? Ja, kenne ich. Aber oh, bezweifle ich ein bisschen, Rainer. Ist so Japano-Metal, glaube ich. Aber naja gut, ich will mir jetzt nichts irgendwas unterstellen. Ich habe tatsächlich zufällig gesehen, dass diese Baby Metal, wie sie sich nennt, diese Gruppe, hier in der Nähe bei mir tatsächlich einen Auftritt hat. Dadurch habe ich sie mal auf Plakaten gesehen und habe tatsächlich mal reingehört. Ist nicht so meins, muss ich sagen. Ne? Ist ganz nett. Ist halt so japanischer Metal mit den typischen japanischen Idolen, wie man sie halt so kennt. Hm. Würde ich jetzt behaupten. Ne? Ich bin da eh nicht in der Szene drin. Aber ja, wieso nicht? Wem es gefällt? Ich habe kein Interesse an der, wieso? Nein, war nur eine Frage, weil ich war letztens beim Sabaton-Konzert und da waren die als Vorband da. Und echt? Wirklich? Waren die beim Sabaton-Konzert Vorband? Oder ist das jetzt Getrolle? Vorband Baby Metal, da muss ich mal gucken. Sabaton-Tour? Tatsächlich, ich glaub's ja nicht. Sabaton live in der Mercedes-Benz Arena Berlin im Mai waren die mit ihrer The Tour to End All in Berlin und mit dabei waren Baby Metal sowie die finnische Heavy Metal Veteran Lordi. Gar nicht schlecht. Das hätte ich mir dann auch nochmal gegeben, vielleicht. Einfach so. Bin jetzt kein Fan, würde ich mich jetzt niemals behaupten, aber naja, gut, warum nicht? Und ey, ich habe noch nie Japan Metal gehört. Das war auch sehr. Also, so die Performance war nicht schlecht, aber textmäßig und so, das war gar nicht meins. Ja, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Textmäßig, hast du den Text überhaupt verstanden? Ja, das ist es, ne, dieses Quietschige, meine ich, das passte gar nicht so zum Metal. So Frauen im Metal hast du ja voll gute Stimmen, aber bei denen kam das leider nicht so rüber. Das Instrumental, das war mega, aber songmäßig war das nicht so meins. Ja, das muss selber jeder entscheiden, denke ich. Ja, klar. Ich wollte das nicht pauschalisieren oder so. Nee, was er sagen wollte war, er war auf einem Sabaton-Konzert. Ne? Da wollte er so einen kleinen Peak setzen. Kann ich dich was fragen? Kannst du meine Freundin hier hochziehen? Die ist da unten, die heißt Zinkerbell. Eigentlich haben hier drin nur Leute was verloren, die einen Rang haben. Ne? Okay, weil ich wollte mit der ein bisschen quatschen halt, deswegen. Jetzt ist sie, sage ich mir ganz liebe. Bei den ganzen Psychos ist sie jetzt. Ja, könnte man zum Beispiel jetzt einen
einen Raum aufmachen, ne? So als Fanmanagement. Ist ja eigentlich kein Problem. Machst du so einen kleinen Raum, der nur für die beiden zugänglich ist. Ne? Irgendwie sowas. Wäre eine Möglichkeit. Wobei man ja auch sagen muss, ja gut, wenn ihr miteinander quatschen wollt, untereinander, dann macht doch einen eigenen Discord. Ja, wie gesagt, sorry. Okay. Ich habe prinzipiell nichts dagegen, aber wenn ich das mit einem anfange, weißt du, dann will das jeder. Und ja. Achso, ich habe... Ja, aber Rainer, dann hast du ja prinzipiell was dagegen. Dann ist das ja aus Prinzip schon mal nicht möglich. Das beißt sich ja jetzt, deine Aussagen. Nee, ich habe gesagt, ich kann dir mal fragen, weil sie extra gefragt hat, so, weil ich mit dir eigentlich quatschen wollte. Naja, aber wäre schon fair, ja, dass sie zumindest die 3 Euro zahlt oder 6 Euro und dann kann sie irgendwie treten. 5 Euro. Das ist jetzt auch nicht so. 3 für den, ja, der Tipi-Rang halt, ne? Kommt da. Wäre schon fair, wenn sie wie die anderen die 3 Euro zahlt, ne? Oh Mann. Drauf an, du kommst hier rein mit dem Tibi-Rang. Ja, die Sache ist halt, es soll halt auch Belohnung für Leute sein, weißt du? Deswegen. Ja. Das ist nicht so. Ja, Belohnung, genau. Die Belohnung ist, dass du da mit Rainer reden darfst und dann wirst du gebannt, weil du halt die falschen Fragen stellst oder die falschen Antworten gibst. Irgendwas ist es ja immer. Gegen deine Freundin oder so. Nein, das ist klar. Weil wenn ich das mit einem anschaue, wie das hat jeder, das ist das Problem. Das ist ja auch eigentlich nur fair. Deswegen habe ich ja gefragt. Das ist ja eine Frage einfach nur gewesen. Also sie kann sich notfalls ja auch den Booster ranholen, der kostet nicht so viel, aber davon haben auch alle was. Ah, wie viel? Weil das ist halt für den Server, der geboostet wird, weißt du? Ja, da ich habe halt gerade geguckt, ob ich boosten kann, aber es geht nicht. Was bringt das Boosten? Das bringt ihr nichts, wenn du boostest. Aber theoretisch gesehen musstest du mal gucken. Manchmal können Leute, die Nitro haben, auch boosten. Und Nitro kannst du verschenken. Ich spiele WoW gerade. Streamst? Achso, ich dachte, du streamst das auch noch. Ja. Ah, nee. Ach, hast du die Ringe schon rum? Ja, aber die Kernaussage war halt, bezahl Geld und dann darfst du hier auch reden. Ne? Würde ich sagen, ja gut, dann machen wir einen eigenen Discord auf und reden da zusammen. Keine Ahnung. Naja. Was denn, Dino? Ja. Oder hättest ja sagen können, okay, ich ziehe sie hoch, aber halt nur solange ich hier bin, danach ziehe ich sie wieder runter und dann muss sie halt leider die 3 Euro zahlen, wenn sie weiter mit uns auf dem Discord zusammenhängen möchte. Ne? Wenn sie Bock drauf hat, mit uns zu reden, wäre ja unfair den anderen gegenüber, die jetzt 3 Euro bezahlt haben. Keine Ahnung. Irgendwie so könnte man das ja vielleicht machen. Ne? Aber naja. Ach, ich schwafe schon wieder. Ich bin halt nicht so gut in Fanmanagement wie Reinle. Ne? Das muss ich noch lernen. Ja, ich habe gestern sogar schon gestreamt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ja richtig. Ja. Zweieinhalb Stunden ungefähr, bevor wir die restlichen 11-12 Stunden Ding gezockt haben. Ding. Ich finde es hart grottig. Warum? Also pass auf, zuerst einmal, ich habe prinzipiell, also erst einmal fängt es damit an, dass du, wieso laufe ich so langsam? Mhm. Also als allererstes Mal, das Spiel ist deswegen grottig, weil Das erste, was dir nicht so gefallen hat, war ja, dass es nicht auf Deutsch ist. Ja, gut, das ist jetzt aber kein unbedingtes Manko. Es ist kein arges Manko, also es ist klar nervig. Ah, das ist schon ein ziemliches Manko bei Reinhold, ne? Das war ja auch bei Subnautica der Fall. Reinhold kann halt englische Texte nicht verstehen. Und in Subnautica sind halt die Texte in der Regel auf Englisch vertont und dann muss man sie auf Deutsch lesen. Das kann er aber nicht, weil er zum einen versteht er halt nicht, was dann gesagt wird und er kann nicht so schnell lesen, was da geschrieben steht. Und das, ja, das ist dann schon mal ein Minuspunkt, zumindest für Reinhalle. Weil ich muss halt dazu sagen, ne, ich finde für WoW ist das schon, für Herr der Ringe ist das schon grottig. Das ist nicht auf Return to Moria, meint er, ja. Ja, ich hab's mittlerweile auch bei anderen Streamern gesehen, da sah es eigentlich nicht so grottig aus, Reinhard, wie bei dir. Also da war die Grafikeinstellung gut und okay und es sah okay aus. Und es ist halt ein Multiplayer-Spiel. Und das Problem ist, du spielst Multiplayer-Spiele halt solo.
Das ist ein großes Problem. Der Spaß an diesem Spiel entfaltet sich ja erst so richtig, wenn man es mit mehreren Leuten spielt, in so einem Survival-Game oder so. Es kann alleine ganz witzig sein und kann alleine auch Spaß machen, ne? Aber mit mehreren Leuten irgendeine Aufgabe zu erledigen und das dann zu schaffen und da irgendwelche Sachen zu bauen oder Ressourcen zu farmen und ähnliches, das ist schon eine andere Hausnummer. Bei dir geht das halt nicht, weil du willst nicht. Die Leute in deinem Discord, die wollen. Die haben schon öfter gesagt, ja, Reinhard, lass uns doch mal zusammen WoW zocken. Lass uns doch mal zusammen League of Legends spielen oder was weiß ich nicht alles. Ne? Aber du hast ja immer gesagt, nein, ihr könnt euch ja für 50€ den Rang kaufen, beziehungsweise die 1,5 Stunden, dann können wir zusammen spielen. Ne? So ist es. Ja. Irgendwie da mal Fanmanagement betreiben. Puh, wer bin ich denn? Deutsch ist, weil es gibt so viele gute Synchronsprecher. Und abgesehen von den guten Synchronsprechern haben wir immer noch die Situation, dass es halt einfach. Dass es auch kostet und Zeit in Anspruch nimmt, Reinhard. Es ist viel, viel einfacher, natürlich, das auf Englisch zu vertonen und dann einfach nur die Untertitel oder die Texte auf Deutsch durchzujagen, ne? Da setzt du halt einen Typen oder zwei Typen vielleicht hin und die übersetzen dir halt alles, hacken das da in Word ein und ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber dann wird das halt einfach nur überspielt. Bei Tonaufnahmen ist es natürlich sehr, sehr, sehr viel aufwendiger. Ich finde einfach, dass wir immer noch auf Deutsch machen können, aber das ist jetzt nicht unbedingt der Grund, warum es mir nicht gefällt. Ja, aber es ist auch für das Spielerleben, weil es, wenn es Englisch ist, nur ich bin jetzt auch kein Englischprofi. Ja, man kann es auf Deutsch. Man kann, ja, aber warum bin ich denn so langsam im Laufen? Ich war einfach von der Grafik aus sehr enttäuscht. Ich dachte, das wäre halt so nicht so. Das ist ja. Halt, stopp, bei der Grafik, bei Rainer. Ne? Ganz also richtig. Eine richtige, ja, wie soll ich das beschreiben? Realistisch Mensch ausgelegt, also wie diese richtige Welt, sondern wirklich so sehr, ja nicht kindlich ist es nicht, Comic. Aber ihr wisst, was ich meine, so comic-mäßig. Ja, ja. Also grundlegend, das Spiel ist gut. Wenn man jetzt lediglich so keinen Wert auf einen vernünftigen Kampf legt, keinen Wert auf ein vernünftiges Setting legt, also ich finde es ganz witzig, dass man. Ich laufe jetzt dahin, das Gebäude ist kaputt, ich laufe jetzt dahin, ich habe die Ressourcen dabei, klick drauf, dann baut er automatisch das Gebäude her. Ne? Das ist ganz witzig. So. Mhm. Und prinzipiell hatte ich damit kein Problem, wenn du hergehen könntest. Und gut, so lange habe ich es jetzt nicht gespielt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das funktioniert oder nicht. Aber grundsätzlich hätte ich damit kein Problem, wenn ich weiß, okay. Ich kann jetzt, keine Ahnung, hergehen und das ganze Zeug wieder komplett herrichten. Und dann ziehen da auch wieder Zwerge ein. So. Dann kann ich. Was? Moria wieder herrichten? Okay, interessant. Dahin und mit denen handeln oder so, aber das passiert ja nicht. Ja, weißt du ja nicht. Ne? Vielleicht gibt es ja später dann noch Updates, in denen da irgendwelche Bereiche erschlossen werden können und dann werden da tatsächlich so kleine Siedlungen erbaut, weiß man ja nicht. Ich weiß es auch nicht. Man könnte sich ja mal informieren über Return to Moria, was da in nächster Zeit noch so geplant ist. Vielleicht gibt es da ja so ein Roadbook oder ähnliches. Ich habe jetzt auch mal ein bisschen gegoogelt zur Roadmap von Return to Moria. Es gibt noch nicht so viele Ankündigungen für das Spiel im Jahre 2024. Sie arbeiten jetzt halt erstmal daran, durch Patches die ganzen Bugs und ähnliches aufzuarbeiten. Und jetzt im Dezember kommt dann Inventory Management und so ein paar Quality of Life Updates, die sie einführen wollen. Und dann für 2024 ist dann halt sowas geplant wie Crossplay mit der Xbox-Version und gemeinsamer Weltspeicher. Also ein paar DLCs, die die Geschichte vorantreiben. Ich habe auch gesehen, im Dezember soll es dann den ersten Endboss-Kampf geben. Ich habe mich damit noch gar nicht so richtig beschäftigt, aber dann geht's wohl richtig los. Außerdem könnte es sein, dass es dann gemeinsame Welten gibt, ne? Also quasi so ähnlich so wie WoW, so ein Massive Multiplayer Online Roleplay Game könnte
kann ich mir vorstellen, ne, dass es das dann auch so gibt, dass man sich auf verschiedenen Servern gemeinsam trifft. Wer weiß, wer weiß. Also, das behalten wir einfach mal im Auge, ne, und schauen. Aber Rainer, der ist erstmal, ja, enttäuscht. Also ein bisschen enttäuscht, ne, von Return to Moria, weil nicht auf Deutsch. Stattdessen, was ich auch nicht machen kann, ist hergehen und mein Zeug ich kann auch nicht hergehen und mein Zeug handeln, ne? Und dann Quatsch herstellen und dann da irgendwie eine Abwehr bauen und dann irgendwie so Stück für Stück Moria zurückerobern, was ich mir eigentlich vorgestellt habe, weil wenn es heißt Return to Moria. Aber das kann man doch, oder? Also so wie ich das verstanden habe, kann man das. Man gräbt tiefer und tiefer und irgendwann trifft man auch auf die ganzen Bosse, die es da halt gibt. Aber vielleicht irre ich mich auch. Naja, ich war schon davon ausgegangen, dass man so Stück für Stück die Welt halt zurückerobert, ne? Und Moria so Stück für Stück zurückerobert. Das ist halt nicht der Fall irgendwie. Du nennst ja doch Moria, dann kommen hin und wieder mal so Wellen. Was ich ganz witzig fand, war, dass das Zeug gekommen ist, dass die... Das Zeug? Dass dann so Wellen gekommen sind, die dann wirklich eine Belagerung von dir ausgelöst haben. Das fand ich ganz witzig. Ist jetzt aber auch nicht so das Nonplusultra meiner Meinung nach gewesen, weil... Wie gesagt, das ist ein Spiel, das man eigentlich mit mehreren Leuten, mit Freunden zusammenspielt, online, aber Rainer da halt solo. Naja, gut, dann kommen halt ein paar so Gegner auf dich zu, die dich dann zerlegen. Ja, und das war's dann auch schon wieder. Ja, aber ich denke mal, du hast an der Oberfläche gekratzt, Rainer. Das wird im Laufe der Spielzeit wird es höchstwahrscheinlich noch schwieriger werden. Oder die du dann zerlegst. Dann habe ich keine Warnung bekommen und meine Waffe war kaputt und am Ende bin ich dann sogar draufgegangen. Also irgendwie... Okay, ob das stimmt, kann ich jetzt schwer nachvollziehen, aber ich möchte nochmal daran erinnern, wie Reinhard zum Beispiel Story of Seasons gezockt hat und ständig in Ohnmacht gefallen ist, weil die Ausdaueranzeige halt sich minimiert hat durch Aktionen und er dann so, oh nein, jetzt bin ich schon wieder in Ohnmacht gefallen, habe ich gar nicht gesehen. Dabei hat ihm das Spiel halt mehrfach angezeigt, dass sein Charakter gleich ohnmächtig wird. Event. Vielleicht gibt es diese Anzeige halt in Return to Moria wirklich nicht, indem angezeigt wird, wie kaputt die Waffe ist oder dass sie gleich kaputt geht. Eventuell muss man tatsächlich immer wieder mal nachgucken nach dieser Waffe, ne? Die Haltbarkeit. Aber ich denke mal, es liegt eher an dem User vor dem Bildschirm anstatt dem Spiel. Ja. Meistens ist es nämlich so. Von 1 bis 10, was wäre deine Bewertung? Nach 2 Spielen oder 2,5? Eine 2? Eine 2? Return to Moria, eine 2. Ich guck mal gerade, was die anderen Testspiele-Seiten so gegeben haben. Ne? Meistens lässt sich darüber ja ganz, ganz gut feststellen, was es ist. Ja. 70 Punkte bei GameStar zum Beispiel. Ja. Ich kann euch mal... Was sind denn hier die Vor- und die Nachteile? Ah, okay, dafür muss ich GameStar Plus-Kunde sein. Naja, das bin ich leider nicht. Was gibt's denn noch? Hier zum Beispiel, das Spiel gefiel 88% der Nutzer. Also GameStar hat so eine Wertung von 70. GamePro hat... Moment. Okay, GamePro nicht, aber ich habe jetzt hier dlh.net. Die Seite kannte ich vorher irgendwie auch noch nicht. Aber gut. Hat auch ähnliche Wertung wie GameStar. 76% als Wertung. Gameplay 80 ist das vorrangige. Und der Rest ist halt so, ja, mittelmäßig würde ich jetzt einfach mal behaupten. Pro und Contra. Macht mit Freunden sehr viel Spaß. Viele Bauprojekte. Prozedurale Elemente. Realistisches Bausystem, wenn auch nicht perfekt. Das sind die positiven Seiten. Und jetzt das Negative. Der Mangel an freien Gebäuden während der Erkundung kann an manchen Stellen ärgerlich sein. Zu viele Angriffe, man kommt kaum zum Bauen oder Dekorieren.
einige Bugs, die mit Patches behoben werden müssen. Ja gut, das haben sie schon angekündigt. Sie haben schon gesagt, jetzt im November werden sie die ersten Bugs bereinigen und dann im Dezember auch nochmal. Also das, da sind die dran. Das stimmt. Ja. Aber 2 von 10? 2 von 10? Naja. Also dann wäre es ja abgrundtief schlecht. Aber das ist es ja nicht. Ne? Da kann man mal sehen, dass dieser Medienprofi auch wirklich, der ja seit 10 Jahren Spiele spielt, einfach keine Ahnung hat, wie man so ein Spiel überhaupt bewertet und was daran wichtig ist. Ein Spiel, das darauf ausgelegt ist, mit mehreren Leuten es zu spielen und es dann halt solo zu spielen und zu sagen, das macht ja gar keinen Spaß. Ja, Rainerle. Du spielst es halt auch nicht so richtig. Gut, man kann natürlich bewerten, ob ein Spiel solo Spaß macht. Ne? Aber ja. Naja, gut. Wer halt GTA Online alleine spielt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Das ist vielleicht ein 3. Die Grafik war schon echt vielleicht scheiße. Grafik war nicht schlecht, die war bei Rainer mies. Vielleicht eine 3 mit ein, zwei netten Features. Aber, ja, nee. Ich fand es einfach nicht gut. Was hat das gekostet? Also wahrscheinlich nicht dem Spielpreis entsprechend. Würdest du nicht noch mehr holen. Das ist ja das Nächste. Du hast Grafik-Bugs ohne Ende. Ja, plötzlich stehst du da mit der Glatze, wo dann die Haare hin und her backen. Ich habe keine Ahnung, aber es ist egal, auf welcher Grafikeinstellung. Ja, also deine Grafikeinstellung, Rainer, wie gesagt, war auf minimalst Anforderungen und da sah es halt wirklich Grütze aus. Es kostet übrigens 40 Euro, sehe ich gerade bei Epic Games. Ich habe es mir jetzt mal angeschaut, weil ich wissen wollte. Ja. Übrigens kann man es zurückgeben. Ne? Es ist rückstattbar, nennt sich das so? Rückerstattbar heißt es. Egal auf welche Grafikeinstellung, es darf nicht passieren, dass die Haare wegglitschen. Das darf nicht passieren. Achso, übrigens, man darf nicht länger als 2 Stunden spielen, ne, um das Geld zurückzubekommen. Passieren, dass die Kleidung wegglitscht. Das darf nicht passieren, sowas. Und vor allem nicht schon, sowas habe ich kein Problem, ja. Wenn man es zum Beispiel bei genau. Weil es noch ein Early Access Game ist. Weil es ein Early Access Game ist, so. Aber ein Vollpreistitel für 60 Euro. 60? Hä? Wo hast du denn 60 Euro bezahlt? Das kostet 40. Reinerle. Das kostet 40 Euro, das Spiel. Wieso hast du 60 bezahlt? Das ist eine Oder 50 Euro. 40. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Es gibt in der Welt von Herr der Ringe keine Goblins. Und die ersten Gegner im Spiel neben Ratten und Wölfen, wobei Wölfe in Herr der Ringe eigentlich Varge heißen und sogar ein eigener Stamm sind. Es gibt auch Wölfe in Mittelerde, ganz normale Wölfe. Es gibt auch Varge, das stimmt, das sind aber eine spezielle Art. Ne? Und Goblins gibt es übrigens auch in Herr der Ringe. Reinhard. Kann man googeln, kann man nachlesen. 40 Euro kostet das Spiel übrigens, falls es jemand interessiert. Keine Ahnung, also ich habe hier ein paar Wölfe gehabt, die auch ganz eigentlich normal aussahen. Was ich nicht nachvollziehen können, weil Varge sehen ja ein bisschen anders aus. Varge stehen ja auf den Hinterläufen etwas niedriger. Also die Hinterläufe sind etwas kürzer als die Vorderläufe. So. Und aber bist du dir sicher, dass in Herr der Ringe keine Goblins gibt? Ich kann mich erinnern, in diesem Film Die zwei Türme. War doch so ein Schwenk nach Moria oder zu diesem Turm und da waren so es im Untergrund waren so Goblins und Goblins sind ja so kleine Orks. Nein, im Gegenteil. Es gibt kleine Goblins, es gibt Goblins,
überhaupt nicht in Herr der Ringe. Es gibt Warg, es gibt Orks, es gibt Bilwis-Menschen oder Bilwes-Menschen. So. Also, ich bin jetzt einfach mal auf lordoftheringfandom.com. Ne? Goblins, auch Bilwisse oder Höhlenorks genannt, sind eine kleinere, verkrüppelte Unterart der Orks, die sich zu großen Teilen im Nebelgebirge angesiedelt hat. Sie werden auch als Moria-Orks bezeichnet, da sich viele von ihnen in den Minen von Moria angesiedelt haben. Also, es gibt Goblins in Herr der Ringe. Ne? So, sowas in der Art gibt's, aber es gibt keine... es gibt keine Goblins. Das liegt an der Übersetzung, weil Goblins ist Ork. The Great Goblin ist der große Ork. Nee, der Great Goblin ist der Great Goblin. Ein Ork ist ein Ork. Great Goblin ist ein Great Goblin. Und von Goblins ist eine eigene Rasse. Es gibt Orks, dann gibt's Goblins. Und Goblins haben genau wie die Orks die Urukais haben die Goblins, die Hobgoblins. Und die Great Goblins sind die Hobgoblins sind die Great Goblins. So. Und außerdem gibt es neben den Great Goblins und den Hobgoblins gibt es dann noch sowas wie den Goblin Lord und ja, da gehört noch mehr dazu. Würde jetzt ausatmen, wenn man jetzt alles besprechen will. Aber da gibt es auf jeden Fall deutlich mehr. Und Goblins sind Goblins, das sind keine Orks so. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Der Grafikstil anpassen. Also der Grafikstil, wie gesagt, selber habe ich kein Problem damit, aber die Grafik, das ist einfach nicht tragbar, dass du einen Vollpreistitel hast und dieser Vollpreistitel hat Ladebugs und alles. Das geht einfach nicht. Aber so was kannst du nicht bringen. Das bringen die großen Spielentwickler ja neuerdings fast immer raus, ne? Also unfertige Spiele. Ich kenne kein Spiel, bei dem das so eine Grafik, so solche Grafik-Glitches hat. Die Goblins haben keinen Sound. Wenn die dich an. Ich hatte diesen Bug, den Rainer da meint, mit den Haaren, hatte ich tatsächlich bei Baldur's Gate ab und zu mal in so Zwischensequenzen, weil ich da auch so ein Bart hatte, ähnlich wie Rainer den Return to Moria. Und da war der auch so ein bisschen hin und her geglitscht, aber ich habe es eigentlich relativ gut ignorieren können, weil ansonsten ist das Spiel fast perfekt. Ja. Aber. Es gibt so ein paar Glitches, wie Rainer sie beschreibt. Beziehungsweise, ich habe auch schon gehört, Rainer ist der Erste und der Einzige, was heißt nicht der Einzige, aber der Erste, bei dem es viele gesehen haben. Dieses Spiel wird natürlich auch von einigen anderen geschaut und unter die Lupe genommen, aber Rainer hatte tatsächlich als Einziger diese Bugs gehabt. Was nicht heißen muss, dass er nicht reproduzierbar ist. Also es werden wahrscheinlich einige andere auch noch diese Bugs haben, aber sie sind, wie gesagt, dabei, diese Bugs zu beheben. Es ist natürlich schwierig, ein Spiel für so viele Systeme, wie es sie halt gibt bei PC, vorab ja zu testen. Ne? Viele machen natürlich so Early Access Phasen, Alpha, Beta Phasen und so weiter und so weiter. Irgendwie Bugs gibt es immer. Ne? Bugs wird es immer geben. Frage ist natürlich, wie viele Bugs wird es am Anfang geben, weil je mehr Tests du vorher machst, desto weniger Bugs hast du in der Regel bei Release des Spiels. Das ist ganz klar. Das ist aber natürlich auch kostenintensiv und zeitaufwendig. Mittlerweile hat sich ja leider so ein bisschen eingebürgert, dass man das Spiel raushaut, dann werden die ganzen Bugs gesammelt und dann erst wird das ausgemerzt beziehungsweise dafür Patches angeboten. Weil du natürlich während der Phase des Entwickelns von diesem Spiel hast du erstmal nur Kosten. Sofern du natürlich nicht so eine Vorbestellerversion raushaust mit irgendwelchen Gimmicks oder so, die irgendwelche Leute sich dann kaufen. Und dann hast du natürlich schon ein bisschen Einnahmen generiert, um deine Kosten zu senken und zu deckeln. Aber im ersten Moment, bevor du so ein Spiel releast, nur Kosten. Keine Einnahmen oder Umsätze. Angreifen. Die haben nicht einmal ein wenn du schlägst. Die haben gar nichts. Das ist, als würdest du gegen die Wand schlagen oder in die Luft schlagen. Nicht einmal die Wand. Selbst wenn du gegen die Wand schlägst, hast du einen Sound. Aber wenn du gegen die Goblins schlägst, hast du nicht mal einen Sound. Okay. Weiß ich nicht, ob das dann rein alles Grafik einstellt. Weil er hat ja, wie gesagt, alles auf niedrig gestellt. Ne? Deswegen sah es ja auch so Grütze aus. Ob das jetzt an Rainers Einstellungen liegt oder an dem Spiel an sich, schwierig zu sagen.
Ja, wenn du das Spiel gekauft hast, kannst du ja bei Steam auch wieder nach 2 Stunden zurückgeben. Oder bis zu 2 Stunden. Ja, schon. Kannst du auch bei Epic Games, habe ich gerade nachgeschaut. In den AGBs steht es drin, du kannst, wenn du unter 2 Stunden gespielt hast und du sagst, ich mag das Spiel nicht, kannst du es zurückgeben. Nur leider nicht auf Steam. Ich wollte gerade sagen, bei das Epic mich am meisten. Geht das nicht. Ne? Doch, Bei geht Epic es. geht das nicht, nein. Doch, geht es. Doch. Ganz einfach. Man muss es nur lesen. Ne? Steht ja sogar da, dass es rückerstattbar ist. Was auch immer richtig geil ist, wenn du diese Nürnberger Plätzchen da, wenn ihr wisst, was ich meine. Nee, kenne ich gar nicht. Daher kennst du die? Natürlich. Wie heißen die nochmal? Natürlich. Ich weiß jetzt Lebkuchen. nicht. Ah ja, Nürnberger Kuchen. Ach, Lebkuchen. Moment. Was denn jetzt? Reden wir von Plätzchen oder von Lebkuchen? Oder ist das dasselbe? Ich kenne Nürnberger Plätzchen nicht. Aber ich kann es ja googeln. Und dann schaue ich mal. Es gibt. Ja. Es gibt Nürnberger braune Plätzchen gibt es. Was einfach von dieser Marke Düll Lebkuchen ist, ja. Aber ist das ein offizielles regionales Produkt? Nürnberger Plätzchen? Also ich sehe hier nur. Tatsächlich. Ich sehe hier nicht, dass das irgendwie Nürnberger im Namen vorher hat, sondern es sind einfach Lebkuchenplätzchen. Nürnberger Lebkuchen? Ja, den kenne ich. Aber dass das jetzt original Nürnberger Plätzchen sind, weiß ich nicht. Ist ja auch egal. Schmeckt gut. Also Lebkuchen esse ich tatsächlich sehr gerne. Und ich freue mich auch schon auf Weihnachtsmärkte, in denen es dann wieder die Lebkuchenzeit gibt. Und ich würde sogar tatsächlich ganz gerne mal wieder auf den Nürnberger Weihnachtsmarkt fahren. Einfach nur um. Also ich mag dieses Feeling Weihnachtsmarkt tatsächlich sehr gerne. Ne, so, wenn ich mich dran zurückerinnere, habe ich ja meistens nicht so viel Spaß auf Weihnachtsmärkten, aber ich habe so irgendwie so diese romantische Vorstellung von Schnee, Weihnachtsmarkt, Kälte, Glühwein oder vielleicht sogar so ein schönes Weihnachtsbier oder ähnliches. Ich mag diese romantische Vorstellung. Wenn es dann tatsächlich aber auf dem Weihnachtsmarkt ist, dann ja, will ich auch relativ schnell weg, weil es ist meistens zu voll. Leider. Ne? Irgendwie hat man ja meistens dann nur am Wochenende Zeit, wo dann halt natürlich auch die anderen Leute Zeit haben. Und wenn man dann auf den Weihnachtsmarkt geht, ist es halt immer super voll, super laut und das macht mir halt keinen Spaß. Ne? In der Woche ist es tatsächlich, da habe ich glaube ich tatsächlich so eher so die romantische Vorstellung, da mit Freunden in der Woche an so einem Glühweinstand oder ähnliches mal sich zu unterhalten und Glühwein oder Weihnachtsbier zu trinken. Aber das geht halt in der Woche und das ist so selten, dass man dann halt mal zusammen in der Woche Zeit findet, sich da zu verabreden. Das ist das Schwierige. Aber ansonsten finde ich die Vorstellung schön, ja. So Noch bekannt sogar. oder was? Ich bin mir nicht sicher, ob die nicht sogar weltberühmt sind, aber die sind auf jeden Fall Ey, noch berühmt, nie ja. gehört. Müsste ich googeln. Ja, gleich bald auch. Wie heißen die Nürnberger? Elbkuchen. Ich kenne nur hier die aus Aachen, die Printen. Ah ja. Aber es war früher auch voll normal, ne? So PlayStation 1, PlayStation 2, die umbauen zu lassen, dass man da gebrannte Spiele drauf spielen konnte. Das war früher vollkommen normal. Ja, das kenne ich auch noch. Da gab es damals für PS2 zum Beispiel so eine DVD, dann hast du so ein Plastikteil gehabt, wo du das Laufwerk rausziehen konntest. Du musst die DVD raus und dann eine gebrannte CD einlegen. Wie kompliziert war das? Für die PlayStation 2. Ja. Ne, Ja. ist es nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Die Aber Technik ist ja. heutzutage baust du einfach eine Festplatte ein. Nee. Musst du auch nicht machen. Sondern. Für die PlayStation Einfach 3 gibt. komplett bleiben lassen und sich einfache Konsole und das Spiel zu kaufen. Ja, das sagt der Richtige, ne? Wir wissen ja, dass Reinhold sich ganz gerne mal Spiele gezogen hat oder auch Filme und ähnliches. Es ist ja aus Screenshots von seinem Rechner ist es ja bekannt, dass er da auf verschiedenen Seiten gewesen ist, ne?
Früher, Rangerle, so als Jugendlicher hatte man halt nicht das Geld, um sich dann einfach mal so jedes Mal einen Vollpreistitel zu kaufen. Aus Erzählungen habe ich das gehört. Und dann gab es halt, ja, es gab die Möglichkeit, illegal sich diese Produkte zu besorgen. Ne? Damals. Heute, ja, nicht mehr so viel. Das ist natürlich der einfachste Weg. Das ist natürlich der einfachste Weg, aber die kriegst du ja heutzutage nicht mehr, die Spiele. Das ist der einzig legale Weg. Und ich mag keine Leute, die solche Sachen machen. Weil, ja, obwohl er es selber schon gemacht hat. Weil, hab ich ja auch. Kann das halt ausstehen, wenn Leute sowas machen. Warum sollte man sowas machen? Die Entwickler und die Leute, die daran gearbeitet haben, die verdienen auch ihre Kohle. Heute würde ich das auch nicht mehr machen, aber früher war es halt wirklich so, weil früher im Vergleich zu dem, was du verdient hast, was die Spiele gekostet haben, war das schon echt teuer. Doch, hatte. Ja, das mag sein, aber das ist mir völlig irrelevant. So Minecraft-Cracked-Version oder so? Noch nie? Nee. Nee. Nein, ich damals, weil ich noch kein Geld hatte. Nur das war halt der hauptausschlaggebende Grund, ne, dass es so teuer gewesen ist. Mal gecrackt geholt hatte, weil ich halt auch kein Geld hatte als Schüler, war hier Photoshop. Oh. Und ein Videobearbeitungsprogramm. Und aber da du halt keine Updates kriegst beim Cracken, habe ich mir dann auch irgendwann die Vollversion geholt, damit ich halt auf den neuesten Stand bin. Mhm. Dementsprechend war dann auch das Budget da. Ich sehe das halt immer aus der Sicht. Ich sehe das halt immer aus der Sicht des Entwicklers oder des Erzeugers. Okay. Aber zum Beispiel. Ja, aber dann darfst du auch keine Klamotten mehr kaufen. Ich sehe das halt so, dass man da dann auch was verdienen muss. So. Und die Leute, die dafür Geld verdienen und so weiter, sind die Leute, die daran arbeiten. Und ich sehe das immer aus der Sicht. Ich sage immer, ich sehe das aus der Sicht des Künstlers, weil ich bin das ja auch. Ein Künstler. Ach ja. Ja, gut, man kann sich natürlich Künstler schimpfen, auch wenn man halt keinen Ton trifft, ne? Oder Grütze produziert. Klar ist, also Kunst liegt im Auge des Betrachters, sagt man ja immer so schön. Aber irgendwie findet sich kein Abnehmer dieser Kunst, Rainerle. Und wie viele Leute klauen sich meine Musik? Wie viele Leute verwenden? Keiner. Keiner klaut deine Musik, Rainerle. Sachen ohne mein Einverständnis. Keiner. Wir produzieren ein neues Werk daraus, Rainer. Das ist ganz wichtig. Ich nehme Material, was du rausbringst, das stimmt, aber ich produziere ein neues Werk durch die Hinzugabe meiner Stimme, meiner Reaction oder irgendwie sowas. Deswegen gibt es ja Reaction-Videos, deswegen sind die ja erlaubt. Ansonsten würde ich hier ja gar nicht überleben können auf YouTube, dann wäre ich ja schon längst weggebannt worden. Aber dem ist ja nicht so. Warum unternimmst du das dagegen? Ja, weil das nicht so einfach ist. Meine Musik, wer klaut, hat Pech gehabt, weil die Musik ist Copyright geschützt. Aber es gibt... Ja, das stimmt. Ne? Also das stimmt, wenn man bei YouTube einen Song von Rainerle hochlädt oder halt nur so einen kleinen Schnipsel... Dann wird angezeigt, sie können das nicht monetarisieren, beziehungsweise alle monetarisierten Einnahmen, die sie dadurch erzielen, gehen an den Künstler. Kann man dagegen Einspruch erheben, aber warum sollte man? Weil es ist tatsächlich halt natürlich Rainerles Musik. Aber ich wüsste auch nicht, wer in großartiger Form Rainerles Musik hier hochladen würde wollen, ne? Weil ihr kennt sie ja. Ihr kennt ja die Lieder. Wer will das hören? Hat auch andere Sachen. Hallo. Seine Musik ist geschützt mit Copyright. Hm. Ja, meine Musik ist geschützt, ja. Na, wenn du die Musik benutzt, dann kriegst du eine Geldstrafe, oder drei? Ja, auf YouTube ist es so, wenn du sie oder auch auf anderen Plattformen, wenn du die verwendest und die monetarisiert wird, kriegen wir die Einnahmen aus der Monetarisierung. Richtig. Es gibt verschiedene Plattformen, auf denen du die absichern kannst. Okay. Auch wenn du nicht. Allerdings kostet das auch was, wie. Das hat mit YouTube nichts zu tun. YouTube selber hat da kein Augenmerk drauf. Es ist eine andere Plattform, die darauf achtet. Das ist so ein bisschen wie ein Patent anmelden. Ja. Sowas in der Art ist das, ja. Die geben das dann an YouTube weiter und die sperren das dann, oder?
Es wird, heutzutage läuft das größtenteils alles automatisch. Okay. Ich wollte gerade sagen, da läuft bestimmt so eine KI durch, die das scannt. Natürlich. Ja. Richtig. Du siehst doch, wenn du ein Video hochlädst, siehst du doch. Da steht auch so ein Dollar. Ein Lied von, keine Ahnung, Ben Zucker, irgendwie der Songtitel und so weiter und so fort. Steht auch immer dabei. Hast du das mitbekommen, Drache, dass dein Skirskir-Lied mit der Ofi-Stimme durchs Internet gegeistert ist? Das ist egal. Das bringt natürlich ihm nichts, weil er trotzdem, weil es trotzdem Copyright geschützt ist. Das kommt nicht an so. Bitte, was meinst du? Also Rainer, wir können auf jeden Fall zocken. Ich habe es mit Freundin geklärt, so. Ich habe gesagt, ja. Ich hab halt mach dir keinen Kopf. Mach dir keinen Kopf. Wenn du mit deiner Freundin quatschen willst, mach deine Freundin. Der Freundin geht vor. Mhm. Alles gut. WoW geht vor. Ja, man muss Prioritäten setzen, ne? Ja. Guck mal. Wir sind jeden Tag im Discord. Warum denke ich jetzt an den... ich bin aber fast jeden Tag da. Zumindest zur Zeit. Warum denke ich jetzt an den Song von Dame? Und ich sitze wieder am PC, spiele WoW. Genau. Achso. Und dann sagt sie, will heiraten, doch... ich check's nicht, und sie geht oder so ähnlich. Ja. Nein, sie hat gesagt, ich kann ruhig zocken gehen. Mhm. Das ist. Und wenn man's auch so sieht, WoW war vorher da, ne? Geht die gleich Zigaretten holen? So, 17 Jahre WoW und die noch nicht so lange, also. 17 Jahre WoW, ach du Mai. Hui. Okay, ich dachte, ich hätte viel Zeit in WoW verbracht, aber das sind ja Leute. Mein Gott. Dann geht's 17 Jahre Milch holen noch. Wo war die Frau, als du in schlechten Zeiten warst? Wahrscheinlich nicht da. Wo war WoW immer an deiner Seite? WoW war immer da, egal. WoW. WoW verurteilt nicht, WoW versteht, ne? Vielleicht ist mir gegen egal, wie gut es mir ging. Hat sich gerade Fieber im Bett, scheiß drauf, ist mal zocken. Genau. Hm. 40 Grad Fieber. Na gut, okay. Fieber. Urlaub in Arzt. Also wenn ich bei 40 Grad Fieber noch... Nee, eigentlich nicht. Da könnte ich nicht mal aufnehmen. Naja, 40 Grad Fieber würde ich auch irgendwo liegen, ne? Und irgendwas läuft im Fernsehen nebenbei und ich schwirr da langsam ins Delirium ab. Also da kann mache ich nichts mehr mit 40 Grad Fieber. Bildschirm mehr gucken. Ich habe mal mit 41,5 Zelle durchgezockt. Klar. Also in der Hyper- Reinerle, mit 41,5 Fieber solltest du schleunigst ins Krankenhaus gehen. Aber sowas von, ne? Also, das ist wirklich schon lebensbedrohlich. 41 Grad Fieber. 41,5 sogar. Wirklich. Entweder war dein Thermometer kaputt, ne? Oder du lügst. Thermie. Machst du eigentlich gar nichts mehr, aber gut. Aber gut. Jeder Körper ist anders. Ich habe bei 41,5 hatte ich damals. Ich bin als Baby auch mal fast draufgegangen. Ich habe als Baby auch mal 41 Grad Fieber gehabt, bin fast gestorben dabei. Ach, so ein Quatsch, Reinerle. Babys haben, also Babys, ich weiß gar nicht, also die sind so oft krank. Ne? Gut, die müssen sich natürlich auch erstmal an die Umwelt gewöhnen, Immunsystem aufbauen, alles mögliche, klar. Deswegen sind die auch so oft krank. Ich weiß gar nicht, wie oft meine Nichte krank gewesen ist. Also, das kannst du gar nicht mehr zählen. Die ist so häufig krank. Ne? Und auch Fieber. Und so 39, 40 Grad, da wird's schon kritisch. Da sollte man auf jeden Fall mindestens zum Kinderarzt gehen und so fiebersenkende Mittel. Und wenn das nicht runtergeht, oder eventuell halt einfach nur Wadenwickel, um halt den Fieber zu senken. Und wenn das nicht weiter runter geht, sondern steigt, dann muss man ins Krankenhaus. Ne? Und was willst du eigentlich? Du bist doch noch da, bist auch hier. Ne? Auch meine Nichte und mein Großneffe, ja, Großneffe hatten auch schon mal 40 Grad Fieber. Ja, Fieberzäpfchen und dann geht's los. Also, passiert. Sagen, da bist du echt in einem Fieberkrampfstadium und das ist echt nicht schön. Ja. Mir ist besonders schlimm. Da frage ich mich, wie ist das passiert? Das war, als wir, als ich
halbes Jahr alt war das. Da ging zu dem Zeitpunkt damals eine Kindergrippe rum, eine Magen-Darm-Grippe für Kinder. Die meisten sind dann im Krankenhaus gelandet. Bei mir war es aber jetzt nicht so, dass ich im Krankenhaus gekommen bin. Sondern ich habe meine Mutter daheim gepflegt und dann bin ich bin dann wieder gesund geworden. Ja, also was willst du dann? Wie gesagt, ich habe jetzt auch nochmal schnell gegoogelt, Fieber bis knapp über 41 Grad ist natürlich als Reaktion auf Infektion und grundsätzlich nicht gefährlich, zumindest bei Kleinkindern. Ne? Man muss natürlich dagegen arbeiten und so schon am besten natürlich Wadenwickel und schauen und Zäpfchen vielleicht noch. Es geht. Man muss es beobachten, es ist natürlich ernst zu nehmen, ne? Aber es ist normal, Reinhard, es ist normal. Hast du solche Fieberzäpfchen bekommen? Außerdem warst du ja auch gar nicht, bist du gar nicht der Älteste, oder? Ist Ramona nicht sogar älter als du? Ist das nicht deine große Schwester? Müsste tatsächlich jetzt nochmal gucken, ihr habt es gerade nicht richtig im Kopf. Ah, nee, sorry, es ist die jüngere Schwester. Ich dachte irgendwie, die wäre älter als du, aber nee. Weiß gar nicht, worauf ich da komme. Aber ist auch egal. Was ich eigentlich sagen wollte, ist ja, erstes Kind Krankenhaus, zweites Kind Kinderarzt, drittes Kind zu Hause pflegen, ne? Ja. Hallo, ich war halbes Jahr alt. Ja. Das gerade Kindern schlimmste. Gibt man Zäpfchen, ja. Klar. Als Kind Zäpfchen kriegen, hatte ich ja gar nicht. Oh, was Hölle. Was ich mal... Ich hab das ehrlich gesagt dann wirklich gekratzt. Weiß auch nicht. Ja, wie denn auch, Rainer? Du warst ein halbes Jahr alt. Ich bin begeistert davon, aber... Okay. War seine Begeisterung davon, aber mich hat es auch nicht wirklich gejuckt. So, ich wusste ja, das war notwendig. Aber Er hat ja nicht gerade gesagt, er war ein halbes Rainer. Also wie? Unabhängig davon ist, ich habe mir die aber bestimmt also sogar selber gegeben dann. Aber abgesehen davon, was ich meinte, ist, ich bin ein halbes Jahr alt gewesen. Das weiß ich heute nochmal, was ich damals gekriegt habe. Warum sagst du das nicht einfach? Ich war ein halbes Jahr, woher soll ich das wissen? Höchstwahrscheinlich habe ich Fieberzäpfchen bekommen, ne? Ja. Ich erinnere mich an einmal mehr, was ich vor 10 Jahren gekriegt habe. Nein! Okay. Weil der Standard ist ja, die Nasenscheidewand wieder gerade zu machen und bei Kindern versucht man das natürlich erstmal auf anderen Wegen. Ja, es bringt beim Kind halt nichts, weil das Kind ja erst noch wächst. Und korrekt. Dadurch, dass es wächst. Korrekt, genau deswegen hat man das halt erst mit diesen Nasenmuscheln gemacht. Aber das war so ekelhaft. Und wie alt warst du da? Okay, interessanter Schnitt. 14. Okay, das ist gut, das heißt, ja, wo man sich schon daran erinnern kann. Ich wollte gerade sagen, das hat sich so eingebrannt. Und boah, da bist du echt... Ja, wirklich. Ich hatte mit zwölf mal einen Eingriff in die Zähne. Wirklich? Mir ist ein Zahn... obwohl ich geputzt habe und alles sauber gemacht habe und alles, habe ich aber einen Zahn gehabt, der Wurzelbehandlung brauchte. Ui. Mit 12? Okay. Ja, haben die mir mit 12, 13 haben die mir den gemacht. Und damals war das noch anders als heute. Ich musste dafür extra in eine Klinik fahren und dann haben die mir da an der Seite vom Fleisch, also von Dingen, haben die da schon einen Einschnitt gemacht und so weiter. Und haben den dann von unten gemacht, anstatt von oben durchzubohren und den dann wieder aufzufüllen. Mit der Klinik ist aber auch heutzutage echt noch, es gibt richtige Zahn... Also Moment. Ich weiß, Milchzähne sind so zwischen dem 6. und 12. Lebensjahr, fallen die langsam aus und es werden ersetzt durch normale Zähne. Ne? Also die ganz normalen, stinknormalen Zähne, die man ein Leben lang dann hat. Und mit 12 hattest du bereits eine Wurzelbehandlung, Reinhard? Mit 12? Okay. 12, 13. Und ja, ich würde mal sagen, schwierig. Kliniken, als ich meine Weisheitszähne gezogen habe, war ich in der Zahnklinik, als beim 0815 Zahnarzt. Das ist heute immer noch gewusst, so. Dass man einen Zahn... Ich denke, früher anders gemacht als heute. Heute macht man das anders. Aber klar, die Medizin ist viel weiter jetzt, ne? Als mit 12, 13, wie Rainer damals gewesen ist. Wirklich? Durchs Kiefer unten? Oder nein, durchs Zahnfleisch. Achso. Ja.
Dann haben sie die Liste. Hä? Ja? Okay. Also ich weiß nicht, ob das wirklich eine Wurzelbehandlung bei Reinhold gewesen ist. Ich bezweifle es gerade ein bisschen. Du bist so maximal runtergedrückt, ne? Richtig, genau. Boah, Zahnschmerzen sind schon das Ekelhafteste überhaupt. Ekelhaft, ja. Ohne Scheiß. Weil das ist so mitunter das Schmerzempfindlichste. Weißt du, wenn du den Knochen brichst, der Knochen an sich ist ja schmerzunempfindlich. Nur das Periost, also die Knochenhaut, ist ja das, was den Schmerz verursacht. Richtig. Aber bei so einem Zahn, das ist die Nerven, die gehen ja bis da rein. Das ist ekelhaft. Boah, stirb schneller. Ach, weil der hier nicht sterben will hier. Ach, nein, das stimmt nicht. Was auch richtig schlimm ist, sind die Weisheitszähne, wenn man die gezogen bekommt. Oh ja, oh ja. Gleich vor allem, alle vier. Ja, ich hatte nur drei, Gott sei Dank. Ich hatte vier. Ich bin richtig weiße. Alle vier auf einmal rausbekommen? Hm. Nö, die sind abgefault bei mir. Was? Die sind abgefault? Was, wie das? Ich hab. Wie? Das kann ich dir sagen. Fürchterliche Mundhygiene. Ich weiß bis heute nicht, was das für ein Problem ist. Ich hab. Such dir ein Telefonbuch. Geh ins Internet, google einfach. Und schau Zahnarzt. Und dann nächster Termin. Und dann gehst du mal hin. Meine Güte. Ich habe mein ganzes Leben lang ein Problem mit den Zähnen. Ich putze und so. Ach, wie kommt das nur? Ach, sauber und alles und hin und her. Und nee, Ahnung. Tust du nicht. Aber die werden immer wieder kaputt, aber extrem schnell und extrem aggressiv. Ich habe keine Ahnung. Ach, du Alter, was willst du mir hier verkaufen, Reinhard? Du putzt doch auf jeden Fall nicht deine Zähne richtig und schon gar nicht gründlich. Ne? Geh zum Zahnarzt, Reinhard, und lass dich untersuchen. Und dann holst du dir eine Zahnbürste und putzt morgens und abends, zumindest zweimal täglich. Ja. Da hast du auch längere Zeit Ruhe. Holst du dir vielleicht noch eine Mundspülung und Zahnseide? Das wäre natürlich das Nonplusultra, ne? An Mundhygiene, aber gut. Erstmal morgens, abends putzen. Das wäre schon mal das Mindeste. Keine Ahnung. Vielleicht erblich bedingt was? Keine Ahnung, vermutlich. Klar. Schieb es ruhig auf Erbkrankheiten oder ähnliches rein. Also, du putzt doch einfach nur nicht. Gibt's da kapierst du, dass du nicht töten kannst? Jetzt fall endlich tot um. Okay. Ich wollte gerade sagen, im Endeffekt kannst du jedes Leiden in irgendeiner Form vererben. Ja. Wir haben ihr tanzt mit dem Lich King. Alle in einem Rutsch mit nur lokaler Betäubung. Das war auch nicht schön. Boah, wie geil ist das denn? Ihr tanzt mit dem Lich King. Lich King. Ich habe auch alle Zähne, also alle drei, die ich hatte, auch sofort rausziehen lassen. Das Problem war halt einfach, die mussten auch mal nachbetäuben, weil es zu lange gedauert hat. Das war eklig. Ja. Wie nennt sich diese Art von Tanz eigentlich? Ich wusste es mal. Aber die Gegenstände können wir, wenn wir Instanzen machen... Herzliches Mädel an alle. Dass du andere Leute unterbrichst, aber hallo. Oh, sorry. Nee, ich kann nicht anmelden. Ja, du geiles Stück. Was war das? Wenn du das jetzt nochmal machst, check, ne? Kriegen wir Probleme miteinander. Dann zeige ich dir, was für ein geiles Stück ich bin. Oh Mann. Wisst ihr, ich habe immer so das Gefühl, oder ich hoffe zumindest eigentlich eher, dass das so wie Nordkorea ist, so ein bisschen. Ne? Man sagt ja nicht umsonst Nordkorea, aber wie Nordkorea, wenn da halt Kim Jong-un durch die Gegend läuft und dann ist ja auch immer dieses überschwängliche Klatschen, diese freudestrahlenden Gesichter und wenn der da so einen Witz macht, dann lachen die da auch wie nichts Gutes und halten sich die Bäuche und sterben eigentlich fast vor Lachen. Andersrum würden sie es wahrscheinlich auch, wenn sie nicht lachen würden. Und so ähnlich stelle ich es mir halt auch auf diesem Drachi-Discord vor, dass diese Leute da tatsächlich nur lachen, damit sie halt ja bei Reinhard in der Gunst sind, um nicht schnell gebannhammert zu werden. Aber das ist wirklich schwierig. Also was der manchmal halt für komische Witze raushaut und den Humor, den kann ich einfach nicht teilen.
muss ich gestehen. Und wie gesagt, ich hoffe einfach, dass es dann eher so aus Angst mitgelacht wird. Ja. 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 Haben wir uns verstanden, Check? Sigmar, meld die Gruppe an, ich kann nicht. Check, haben wir uns verstanden oder nicht? Ich weiß auch nicht, wie ihr es fühlt, aber dieses von oben herab, dieses Diktatorische, was Rainer da hat, ne, diesen Befehlston und alles Mögliche, er ist da der King auf diesem Discord und fühlt sich da, wenn er da jemanden wegbannhammern kann, das ist wirklich so Fremdscham. Ich glaube, das war der gar nicht. Dann hätte er geantwortet. Es war entweder Check oder der Hannes. Ach so. Ach, du hattest sogar noch einen anderen zur Auswahl. Es war entweder der oder der. Ja, aber du hast halt den einen angesprochen, der vielleicht zufällig gerade AFK gewesen ist, sich was zu trinken geholt hat, nicht schnell genug wiedergekommen ist und dann, ja, tschüss. Schön. Ich war es garantiert nicht. Ich auch nicht. Ich bin da. Einer von den beiden hat geblinkt, auf jeden Fall. Mhm. Und das hat gereicht. Ich dachte, ich kann aber auch nichts reinschreiben, weil ich keinen Authenticator habe, ne? Ja. Sehr interessant. Soll ich irgendwas, was soll ich machen? Soll ich irgendwas anmelden? Nicht Neuigkeiten von YouTube? Nein. Wenn er es noch. Nö, also Reinhard hat ja mal gesagt, er schickt da jeden Monat eine E-Mail hin und kriegt keine Antwort, weil höchstwahrscheinlich auch sowieso jetzt mittlerweile die so ein Skript geschrieben haben und gesagt haben, drachenlord1510@gmail.com bitte direkt verschieben in Mülleimer. Neuigkeiten geben würde, hätte ich doch längst irgendwas gemacht, oder? Ja, natürlich. Eure Gruppe hat die maximale Größe erreicht. Hallo, ist Heiler. Kannst du mir beim Porten helfen, dass sie hierher kommen? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Das musst du mir schon erklären. Ich habe sowas noch nie gemacht. Einfach auf mein Portal klicken. Was, hier auf das Portal, oder was? Genau, ja. Ah, okay, dann ist er anscheinend Hexenmeister und kann ja mehrere oder kann ja Leute beschwören zu sich, aber dafür braucht es halt noch eine andere Person, die ihm dabei hilft. Ich halt nicht, warum so ein Ofenkäse noch keinen Strike bekommen hat. Ja, der hätte eigentlich schon längst. Leute, müsst ihr immer über Hater reden. Echt? Jedes Mal? Ja, du fängst ja auch immer wieder davon an, Rainer. Aber ich wüsste auch gerne, wofür er einen Strike bekommen soll. Soll ich wieder drauf drücken, oder was? Guck mal, hier laufen wir gerade jetzt Dungeons. Ne? Das ist schon. Soll ich wieder drauf drücken, oder was? Ja, das wäre nice. Wenn du willst, dass wir los wollen, langsam auf jeden. Ja. Entschuldigung. So. Hannes, du bist ja schon die ganze Zeit, ey. Ey, wenn das jetzt nochmal passiert, Arschloch, ne? Das packe ich überhaupt nicht. Kannst du dir benehmen oder was? Mute dich gefälligst. Zieh den ganzen Tag an. Hat Rainer übrigens auch schon gemacht. Im Discord gerülpst. Ja. Aber, ja. Den Mist bis zum Tor vor. Zusammen ist mir doch egal. Ja, okay. So eine Drecksau kann sie nicht muten. Hä, wieso sind meine Tasten nicht belegt? Ich krieg einen Anfall. Meine Tasten sind nicht belegt. Was ist das denn jetzt? Oh nee, du hast einen Speer bekommen, da kannst du nichts machen. Was habe ich bekommen? So ein Speer hat dir, ein Gegner hat dir so einen Speer in die Brust geworfen. Nein, meine Tasten, mein oberes Feld ist nicht belegt. Ach so. Wenn man nur der Mann ist, sagst du, das ist AOE-Schaden. AOE krieg ich auch hin. Ich sag's nur. Und mit Damage Spec brauchst du gar nicht heilen anfangen, das ist Verschwendung. Hm. Naja, den Ding habe ich drinnen, von daher. Ding. Als plus 4 kommen, Alter, ich pull hier alles einfach, okay? Ja, mir egal. Ich komme gleich nach. Ich komme gleich nach. Ich muss hier schnell das belegen, weil sonst das funktioniert nicht. Das stimmt. Warten kurz. Ach, da werden Erinnerungen wach, ne? Aus alten Teamspeak-Discord-Zeiten, wo ja auch die Leute immer mal wieder so einen kleinen Nadelstich gesetzt haben. Und auch so fehlt eigentlich tatsächlich nur noch diese kleinen Zwischenrufe mit kurzen, knappen Beleidigungen.
Was jetzt? Oh, jetzt habt ihr ihn vertrieben. Seid ihr stolz? Achso, Rainer ist rausgegangen. Ja, sehr schön. Ne? Sehr schön. Rainer ist beleidigt und ist jetzt weg. Ganz ehrlich? Ja. Check, das ist doch so interessant. Junge, so Hannes. Junge Hannes, jetzt hör mal auf hier mit dem Rübsen. Geil, check. Es kann einfach nicht wahr sein. Die ganze Zeit rülpst er da rum. Ich möchte gerne Oribert grüßen. Grüße zurück. Grüße gehen raus an Ofi, den Kaschball. Hast du 100.000? Wollen wir runtergehen? Ich sag. Mittlerweile 100.000, ja. Ofi, Quatsch. Doch, Ofi hat sich den Play-Button verdient. Nee, können wir ja nicht. Ich sag dem Rollo, er soll den Drachen sagen, er soll Hannes raushauen. Und wer es auch immer war mit dem Rülpsen, bitte lass einfach ab jetzt, okay? Hat einfach den Channel auf 3 gemacht. Krass. Was ist das, Alter? Was ist denn das wieder für ein Fanmanagement hier? Ja, sieht man aber auch wieder, dass da eigentlich nur oder fast nur Hater auf diesem Discord sind. Jetzt 3 oder 4 verschiedene Stimmen, ja. Und einer wird jetzt halt geopfert, ne? Wird der Moderator angeschrieben, hey, hier, der war das, bringe. Der wird halt fürs große Ziel geopfert. Stimmt, dass das der Hannes war. Ja, Hannes war das, Junge. Hannes, wieso machst du sowas? Echt? Das hat er die ganze Zeit schon gemacht. Ja, und? Also ich verstehe euer Ziel nicht so ganz. Wollt ihr das nicht? Wollt ihr nicht Reinhard triggern? Wollt ihr ihn nicht irgendwie ärgern? Was macht ihr dann auf diesem Discord? Ja. Also, ja, keine Ahnung. Ne? Ja, ich habe dem Rollo jetzt geschrieben, er soll den Hannes raushauen und wieder herkommen. Ja, kann ich ihm schreiben? Wieso machst du sowas, Hannes? Lass doch einfach. Er hat es jetzt schon 5-mal gesagt. Hannes, mach weiter. 100.000 Mal sogar. Tatsächlich sogar. Daniel, kannst du ihm schreiben? Ich schreibe dem Rollo fand. Weil ich kann nicht schreiben. Nur weil Hannes da wieder so eine Scheißaktion macht, echt. Das geht echt gar nicht. Hannes, was hast du schon zu deiner Verteidigung zu sagen? Hannes? So viel also. Ich fand das unheimlich spannend, diesen 3 Leuten zuzuhören, wie sie irgendwas spielen. Ja, stimmt, ne? Das ist immer super spannend. Ja, ich finde das. Ich kann mir jetzt um die Uhrzeit nichts Besseres vorstellen. Guten Hunger auf jeden Fall. Ja, nochmal ein Hühnchen mit Reis. Das ja auch Hühnchen so. Mit Reis. Ja. Habt ihr auch mit als Baby mit 41,5 Grad Fieber Zelda durchgezockt? Vor allem. Wunderbar, ja. Ja. Und die Zäpfchen. Ja, hat er sich selber reingeschoben. Ja. Oh ja, und wieder rausgeholt. Aber falsches Loch, ne? Ja, das war's. Das war's, ihr Lieben. Jetzt noch ein schönes Medal off vom lieben Anti-Mobbing-Panda. Halten wir fest, auf diesem Discord passiert eigentlich das Übliche. Es sind wie immer die meisten Leute da tatsächlich Hater, zumindest würde Rainer sie als Hater betiteln. Es sind halt natürlich einfach nur Leute, die ihm nicht nach dem Mund reden und ihm auch mal ein paar Widerworte geben. Aber ansonsten hat sich da nichts geändert. Es ist ein Discord wie 2019, 2020 und was weiß ich. Das ist, es passiert alles wieder irgendwann immer nochmal. Jetzt war halt ein bisschen, Rülpsen dabei als kleiner Triggerpunkt. Irgendwann kommen vielleicht auch wieder die kleinen Beleidigungen. Mal sehen. Ihr Lieben, haben wir das auch. Grüße nochmal an alle oder an die Mulle. Ne? Vielen lieben Dank. Grüße auf jeden Fall zurück. Grüße an euch alle.
ihr auf diesem Discord seid. Auch wenn ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum. Weil Hannes hat anscheinend irgendwie als einziger verstanden, warum man da ist, ne? Um halt, ja, so ein paar Triggerpunkte zu setzen. Naja, gut. Ja, ich kann verstehen, manche sind halt da drauf, um irgendwie zu versuchen, so ein klein bisschen Gespräche abzugreifen. Es gibt ja auch tatsächlich so ein paar Discord-Gespräche, die ganz nett sind, die so eine neutrale Stimmung hervorrufen, wie wir sie ja letztens gehabt haben bei dem League of Legends Discord-Gespräch. Aber die sind so selten. Die sind so, so selten. Ne? Naja. Aber das ist genauso dieses, dieses Zwiespältige, wie ich es teilweise auch in den Kommentaren lese, wie warum gibst du Rainer eine Plattform? Ne? Wenn wir alle gemeinsam Rainer ignorieren würden, dann würde da halt nichts mehr passieren und er würde in der Bedeutungslosigkeit verschwinden und dann ist vorbei. Ich weiß. Ich weiß, das ist so ein bisschen, wie Rainer ist ja auch gerne ein Doppelmoral der Hater. Jeder muss halt selber wissen, was er halt in diesem Drachengame machen möchte, was er halt in diesem Drachengame rauszieht und keine Ahnung. Es ist halt immer noch nur ein Hobby. Ich werde halt nie für dieses Hobby bzw. für Reinalde Geld ausgeben. Also zumindest nicht direkt an Reinalde, ganz klar. Es gibt ein paar, die haben damit kein Problem. Ich verstehe es nicht. Aber ja, ihr wisst es. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ne? Was ich hier versuche zusammenzustammeln. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs dabei sein. Wir hören uns dann im nächsten Video. Mal sehen, was da kommen wird. Ich bin gespannt. Ihr seid gespannt. Wir alle sind gespannt. Also denn, bis zum nächsten Mal. Metal off.